Um mit dem Panther von Level 16 auf Level 17 zu kommen, müssen wir zwei Gegner mit Minen töten und einen im Nahkampf innerhalb von 8 Sekunden, vier Gegner mit einem Fahrzeug überfahren, ohne entdeckt zu werden, und schnell hintereinander einen Gegner überfahren und einen im Nahkampf töten. Was für ein Bullshit. Ja, ich habe mir hier schon mal in Erewhon einen Gatling-Heli kommen lassen und versuche mit dem das Überfahren zu machen, denn mit dem finden wir auf jeden Fall schneller Gegner. Zur Not, naja. Zur Not, ihr kennt das. So, ich markiere mir hier mal meinen Lieblings-Biwak. Mein Lieblings-Herausforderungs-Biwak. Ja, also das hat noch einen anderen Grund, dass ich den Heli hier nehme. Und zwar habe ich so den Plan, auf einem Gegner zu landen und so, dass der andere Gegner hier rechts vom Heli ist und dann halt schnell auszusteigen und einen der anderen Gegner im Nahkampf zu töten. So, warum ist hier keine Patrouille? Soll der Kappes? Ist ja gar nichts, also da vorne ist, aber... Läuft da hinten so eine Patrouille rum, da laufen doch auch immer ein paar. Da, ja. Rücke vor, hab den Feind im Visier. Komm, es muss reichen. Ja, es hat gereicht. Sehr gut. Ach ja, und ich habe mir mal Flycatchers MP5 geborgt. Ich dachte, kann ich ja auch mal benutzen. Aber ich merke gerade, dass mir das Comp M4 Visier nicht gefällt. Dann mache ich jetzt auch mal gerade, während ich mich noch am Verbinden bin, das Leupold drauf. Das fand ich eigentlich echt cool. Wie ein Reflexvisier oder ein Rotpunktvisier, nur mit größerem Sichtfeld. So, also wie viele Gegner da? Zwei Gegner mit Minen und einen im Nahkampf. Das wird ja ganz, ganz wunderbar. Also der Plan Nummer 1 hat schon mal geklappt. Jetzt brauche ich noch eine Patrouille mit 4 Leuten. Wobei ich eigentlich ja nur, ich muss die ja nicht hintereinander überfahren, ohne entdeckt zu werden. Das Ding mit Tastatur zu steuern ist so, und ich bin drüber geflogen und habe den Heli geschrottet. Gut, das war die Sache mit dem Heli. Alles klar, verletzt bin ich auch. Natürlich. Ups. Aber da kommt ja schon ein neues Fahrzeug. Das ist sehr gut. Alter, das Ding mit Streuung ist ja übel. Zum Glück muss ich für die Herausforderung nicht schießen. Ist aber noch einer. Einer guckt da. Springt drüber, Mann. Ungern jetzt in den Rücken geschossen bekommen. Wobei, warum in den Rücken geschossen bekommen? Ich schnapp mir das Fahrzeug und fahr einfach geradeaus. Ach, da ist er. Ich hab ihn gesehen. Sichtkontakt, feindlicher Soldat. Wo rennt er hin? Da. Oh, shit. Das war's. Oder auch nicht. Wow. Also das finde ich jetzt aber nicht nett hier. Bin schon wieder verletzt. Schon wieder verbinden, Mann. Ach, wobei, weißt du was? Ist eigentlich komplett piep egal.
Oh, ich mach die Markierung mal weg. Denn es ist total egal, weil auf die Fahrgeschwindigkeit hat das ja keine Auswirkung. Es wird eh schwer genug, vier Gegner zu überfahren, überhaupt ohne entdeckt zu werden. Wenn ich die Gegner überhaupt rechtzeitig sehe. Hat er... Oh shit. Das da vorne ist nicht so gut. Ich biege einfach mal hier ab. Ja, das kommt auch ein Auto, Mann. Großräumig umfahren. Großräumig umfahren, um Gegner zu umzufahren. Ja. Da vorne sind. Sind die natürlich so gesplittet hier. Es waren drei. Theoretisch. Die haben mich natürlich gewissermaßen entdeckt, aber die Frage ist, wie sehr haben sie mich entdeckt? Einen bräuchten wir noch. Nix. Oh ne, in eine Basis will ich es ungern reinfahren. Das hier ist schlecht, was ich mache. Warum mache ich es dann? Warum mache ich es dann, wenn es schlecht ist? Wenn ich doch schon weiß, dass es schlecht ist. Warum drehe ich nicht direkt um? Kennt ihr das? Also ich habe das öfters tatsächlich, dass ich, oh shit, dass ich etwas mache und während ich es mache, weiß ich ganz genau, dass es nicht gut ist, dass es schlecht ist, dass es falsch ist oder was weiß ich. Das sind keine Gegner. Und ich mache aber trotzdem weiter, weil ich habe ja angefangen. Dann muss ich es ja auch zu Ende bringen oder so in der Art. Also keine Ahnung, was meine wahren Beweggründe dahinter sind, aber irgendwie, also ich höre dann halt nicht auf. Ja! Yippie! So, jetzt nur noch den Schwachsinn mit den Minen. Habe ich die alle getötet, oder? Nee, offensichtlich nicht. Dann haben die jetzt ihre Chance, oder der eine, der noch lebt. Und er nimmt seine Chance nicht wahr. Das habe ich mir so gedacht. Also zwei Gegner mit Minen und einen im Nahkampf. Wie und wo machen wir das denn am besten? Mann, das ist echt ätzend. Wo patrouillieren denn Gegner? Zählen die Kills auch, wenn die im Fahrzeug sind? Ich gehe jetzt mal hier hin. Und hoffe, dass hier wieder Gegner rumpatrouillieren, aber zuerst mal heilen. Jetzt setz dich doch ans Biwak, Junge. Mach doch. So, einmal heilen. Und überspringen. Dauert mir nämlich zu lang. Genauso wie das Essen da jedes Mal. Haben wir noch was zum Bauen? Ja. Machen wir das ganz fix und flux. So, okay. Und ich will doch wieder die MP5 haben. Auch wenn wir sie hier für diese Herausforderung nicht brauchen, aber... Alter, die macht echt keinen Spaß. Die ist wirklich nur für Nah-Nah-Nah-Kampf. So wie das Ding streut. Aber... Das hat er noch, hat er doch im letzten Moment tatsächlich noch mal ein Ding hochgescrollt. Also ich war es nicht, das Mausrad ist dann noch mal zurückgehüpft. Weil ich nicht fertig gescrollt habe oder so. Wo ist es? MP, da.
Da. Zack. Geht da auch dieses Leupold, Lupold, Gedöns, Visier drauf? Nee, schade. Wäre ja auch zu schön gewesen. Okay, gut. Schauen wir mal, ob die Patrouille da ist. Ich brauche nämlich eine Straße, wo eine Patrouille ist. Ich hoffe, dass die Kills mit Minen auch Fahrzeugkills zählen. Ja, da haben wir eine Patrouille, das ist sehr gut. Gut, wollte nur sicher gehen, wie der Feuermodus ist. Wenn ich denen eine Mine hinlege, vor allem eine MK2, da sind die alle tot. Haben wir noch andere Gegner irgendwo rumstehen? Wenn ja, also dicht wie die beisammen rumlaufen. Natürlich sind das jetzt keine Gegner. Da haben wir auch manchmal eine Patrouille. Ist jetzt aber keine. Da oben steht auch manchmal ein Einzelner rum. Oh, guck mal da. Guck mal da. Ist gar nicht so langsam zu gehen. So, als bist du tot. Hast du jetzt davon? Okay. Ich leg da die Mine hin. Und hoffe, dass die nicht vom Fahrzeug ausgelöst wird. Das gerade da hinten kommt. So. Und renne schon mal darüber. Ich muss mich kurz ausruhen. Schön, dass die, wenn sie einen Kopfschuss bekommen, noch Zeit haben, den Motor auszuschalten. So, zwei Gegner Minen. Ich hoffe, eine Mine reicht. Dass da gleich Bumm macht. Wo ist das Ding? Bin ich so weit schon? Hä? Wo ist das? Wo ist... Ist das despawned? Bin ich... Das ist despawned. Nee, oder? Das ist despawned. Nein! Na toll, das war's. Ah, aber da oben. Das sind nur Tote. Toll. Warum ist das Ding denn despawned? Wollt ihr mich verarschen? Der Plan war theoretisch gut. Sind die Gegner da hinten jetzt auch despawned, oder was? Auch nicht mehr da. Hä? Was geht denn hier ab? Was ist da los? Dem Bugs. Was ist los mit dem Bugs? Ah, die sind noch ganz da hinten. Also ich habe theoretisch Zeit, um mir einen anderen Gegner vorzubereiten. Guck mal, jetzt stehen da hinten auch noch welche. Na gut. Dann stirbst du. So. Ach, die Spawner. Hei, hei, hei. Ich hoffe, ich schaffe es nah genug an die ran jetzt. Wo läuft die Patrouille? Sind die jetzt wirklich weg? Oder sind die nur... Die sind weg. Nee, die sitzen da. Oh, die haben sich getrennt. Weil sie Leichen gesehen haben. Kurz wegsehen. Oh, da war leider plötzlich eine riesen Übermacht an Gegnern. Also, naja, okay. Nochmal versuchen, vielleicht ohne Fahrzeugführer auszuschalten. Aber den Buff hätte ich gern wieder. Den Anti-Verletzungs-Buff. Er ist ja nicht Anti, sondern nur ein bisschen Schutz, aber besser als nix.
laufen da vier Leute rum. Oh, das. Oh, oh, vier Leute. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass einer von denen die Explosion überlebt. Aber wir haben da hinten auch noch. Und ich will eigentlich kein Risiko eingehen, wenn ich ehrlich bin. Warten wir mal hier schön, bis die sich umdrehen. Und bis die Autos vorbei sind. Haufen Verkehr hier. Aber das ist ja genau eigentlich der Grund. Da hinten ist auch gerade wieder was gespawnt. Also da hinten. Das ist ja eigentlich genau der Grund, warum ich dieses Biwak hier am Harris Forest so sehr mag. Weil hier eigentlich immer ein Haufen los ist. So. Ich hoffe, er wird nicht durch ein Fahrzeug ausgelöst. Das wäre ziemlich bitter. Welche Richtung gucken die? Oh, der eine guckt in meine Richtung. Dum, 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 dum. Ich muss näher ran. So. Ich setze mich einfach hier in den Busch und warte bis... Oder? Komm ich auch hier hinsetzen und warten, bis die Explosion passiert. Ah, vielleicht buddel ich mich doch ein. Hast du auch manchmal so einen nervigen Ohrwurm? Muss ja auch sicher gehen, dass zwei Gegner getötet werden tatsächlich. Gleich ist es soweit. Wo ist die Mine? Ich sehe sie nicht. Aber irgendwo da ist sie. Da oder da. Irgendwo da im Gras liegt die. Oh, jetzt habe ich die Drohne weggepackt. Das wollte ich nicht. Und. Bitte, bitte mindestens zwei Gegner. Warum explodiert die Mine nicht? Warum explodiert die fucking Mine nicht? Wo ist die fucking Mine? Warte mal. Hallo, guck mal. Jungs, hier. Hallo. Hier drüben ist keine Hallo. Bewegung zu sehen. Hallo. Doch, doch, hier. Verdammt, eine Drohne. So. So. Oh, nee. Nein. Und los. Ich hab den im Vorbeigehen gemessert. Okay, gut. Kein Problem, aber wir sind Level 17. Das ist alles, was ich wollte. Ich wollte eigentlich den Shotgunner töten, aber ich habe den anderen getötet. Aber alles, was zählt, ist das, was wir geschafft haben. Und von denen haben es zwei überlebt. Ah ne, das war die Besatzung von dem Auto. Wie viele sind durch die Explosion umgekommen? Das will ich mir noch anschauen. Alle sind durch die Explosion umgekommen. Gut, dass ich nicht darauf gebaut habe, dass da einer überlebt. Gut, ach, ja. Ist das nächste Mal nochmal sowas Nerviges? Ja. Zeitlimit. Während sie entdeckt wurden. Oh Gott, wie ich das hasse. Und dann auch noch ohne getroffen zu werden und ohne einzigen Fehlschuss. Wobei es aber mit den Simultanschussdrohnen ja relativ easy geht. Drei Gegner, 6 Sekunden, mit einem MP aus der Hüfte feuern. Pff, ja, ist auch kein Ding. Der ist komplett blind. Auch gut. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.